Du bist gerade dabei, dich selbstständig zu machen und willst Gründungszuschuss beantragen oder du hast vielleicht schon Gründungszuschuss 1.0 beantragt? Nun, dann bist du heute richtig hier zum Thema Gründungszuschuss 2.0, den die meisten nicht kennen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Experte für Gründung, Finanzierung und für Geschäftsentwicklung und wir helfen jedes Jahr eine ganze Reihe von Menschen dabei, ihre Anträge so zu stellen, dass sie auch Fördermittel bewilligt bekommen. Eine Rubrik nun ist der Gründungszuschuss und sicherlich hast du das andere Video vielleicht schon gesehen, Gründungszuschuss richtig beantragen. Da geht es um Gründungszuschuss Nummer 1 und der wird bewilligt in der Regel ja für 6 Monate, das weißt du vielleicht schon. Und dazu gibt es dann nochmal die 6x300 € Sozialbeiträge. Ja, was die meisten nicht wissen, dass sie hier die Chance haben, an diesem Punkt nochmal eine Verlängerung zu beantragen. Eine Verlängerung von insgesamt 9x300 €, sprich also 2.700 € sind nochmal möglich. Und das ist der Gründungszuschuss 2.0. Meine Aufgabe wird es nun sein, dir zu sagen, worauf solltest du achten, wenn du diese Mittel auch bekommen willst, denn die kriegst du nicht automatisch. Der Zeitpunkt, dass du einen Anspruch drauf hast, dass es ein Pflichtanspruch ist, das ist schon eine ganze Weile vorbei. Und selbst wenn du hier in der Phase 1.0, also hier, diese Mittel beantragt bekommen hast, heißt es nicht, dass du automatisch auch die Verlängerung bekommst. Deshalb zeige ich nun die Punkte, worauf du achten solltest. Nun, zuerst ist es wichtig, dass du hier, wenn du den Gründungszuschuss für die erste Phase beantragst, dass du schon im Kopf hast, dass du ja später 2 beantragen willst. Warum, werde ich dir gleich zeigen anhand der Umsatzplanung. Denn die Aufgabe ist, dass du in diesen ersten 6 Monaten deinen Ertrag, deinen Überschuss so kalkulierst, dass du knapp drüber oder knapp drunter deine Tragfähigkeit erreichst. Tragfähigkeit bedeutet, dass du nach Abzug aller Kosten deine privaten Lebenshaltungskosten durch deine Firma, durch deine Selbstständigkeit decken kannst. Wichtig ist also, dass in dem Tag, wo hier Antrag 1 eingereicht wird, schon eine mögliche Umsatzentwicklung hier postuliert wird, die später auch eingereicht und eingehalten wird. Warum ist das so? Nun, wenn du den Antrag hier 2.0 stellst, dann gibt es 3 Sachen, die vom Arbeitsamt, vom Sachbearbeiter dort von dir gefördert werden. Der erste Punkt ist eine finanzielle Rückschau. Das bedeutet, wie ein Überschuss, wie eine Steuererklärung, wie so ein Halbjahresabschluss, will also hier bei Punkt 1 das Arbeitsamt ganz genau wissen, wie sind diese Umsätze hier gelaufen. Und das vergleicht auf der einen Seite der Sachbearbeiter dann auch mit dem Antrag, den du abgegeben hast. Auf der anderen Seite ist klar, wenn deine Umsätze ungefähr so verlaufen, dann wirst du nichts bekommen, weil hier machen 300 € bis zum Abstand, bis zur Tragfähigkeit nicht besonders viel mehr aus. Das bedeutet also, dass du schon darauf achten musstest, dass du in diesen 6 Monaten einen Umsatz erreichst, der gerade so die Tragfähigkeit dann auch erreicht hat. Und das musst du dann dokumentieren bei deiner Rückschau, ja, auch manchmal verlangen, auch mit Belegen. Nun, wenn du allerdings bei der Rückschau eine solche Entwicklung abgibst, nun, dann wirst du auch nichts bekommen, denn dann sagt das Arbeitsamt herzlichen Glückwunsch, ihr Unternehmen läuft so gut, sie brauchen uns gar nicht, die 2.700 €, das deckt locker ihr Unternehmen. Also ist es wichtig, wie du siehst, dass du hier so wirtschaftest in den ersten 6 Monaten, dass du auch tatsächlich die Chance hast, diese Tragfähigkeit zu erreichen, nicht zu niedrig und nicht zu hoch bist. Also deshalb die Rückschau. Das Zweite, was jetzt die Agentur für Arbeit sehen will, ist ein Nachweis von deinem Marktauftritt, sprich also den Aktivitätsnachweis. Und der wird in der Regel dadurch dokumentiert. Aktivitätsnachweis soll das jetzt hier heißen, dass du deine Visitenkarte, deine Homepage, dann die Anzahl der Aktivitäten auflistest, auf welchen Netzwerkveranstaltungen warst du, wie viel Akquise hast du gemacht, wie viele Leads hast du, wie viele Kontakte, Geschäftskontakte und so weiter und so weiter. Also der zweite Schritt ist, da will der Sachbearbeiter wissen, dass du tatsächlich 6 Monate nicht Urlaub gemacht hast, sondern tatsächlich alles in den Aufbau deines Unternehmens erstens gesteckt hast und zweitens damit auch ersichtlich wird, dass du für die nächsten 6 Monate und Jahre genügend Leads, Kundenaufträge in deinem Auftragsbuch hast. Nun, und der dritte Punkt für Gründungszuschuss 2.0 ist hier wieder eine Vorausschau. Bedeutet, dass du bei der Vorausschau dann darstellst, dass du mit deinen nächsten
Einnahmen, die du für das nächste Halbjahr postulierst, dass du nicht nur deine Kostendeckung hast, sondern nach wie vor tragfähig bist. Sprich, du kannst dir genügend Geld aus dem Gewinn herausnehmen, aus den Überschüssen, damit du deine privaten Lebenshaltungskosten auch decken kannst. Denn das Arbeitsamt will niemand fördern, wer dann tatsächlich danach zum Jobcenter gehen muss. Nun, zusammengefasst ist also Gründungszuschuss 2.0 eine Fortsetzungsförderung des ersten Teils für die ersten 6 Monate und du hast hier die Möglichkeit, nochmal 2.700 Euro für deine Krankenkassensozialversicherung zu bekommen. Also kein kleines Geld. Vielleicht zum Abschluss noch ein Tipp. Wenn du das nicht erreichst, wenn deine Umsätze so aussehen, ja, du hast also keine Chance zu dokumentieren, das vom glaubwürdig zu argumentieren, dass du vom 6. zum 7. Monat auf einmal diesen Umsatz hier Anstieg zu verzeichnen hast, dann gibt es trotzdem eine Möglichkeit, dass du weiter deine Krankenversicherung, dass du weiter deine Miete- und Unterkunftskosten zahlen kannst, dass du weiter Lebenshaltungskosten auch decken kannst, wenn das deine Firma nicht abwirbt. Nur dann ist für dich dran der Gang zum ALG 2. Das ist gar nicht so schlecht, wenn du in die Situation kommen solltest. Da gibt es noch ein anderes Video, denn hier hast du die Möglichkeit, nochmal Mittel für Sachinvestitionen, für Sachgüter und für dein Marketing zu beantragen. Du kannst dann tatsächlich Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen nach § 16c SGB II beantragen. Das bedeutet, ich habe eine Klientin gehabt, die hat erfolgreich gegründet, die hat erfolgreich gestartet, aber ihr Unternehmen war noch nicht tragfähig, sie hatte eher diese Umsatz- und Gewinnentwicklung. Und da hat das Jobcenter, nachdem sie dann hier sich dann gemeldet hat beim Jobcenter für ALG 2, die hat nochmal einen Antrag gestellt nach § 16c, hat dann nochmal 5.000 Euro Fördermittel bekommen, die sie investieren konnte in ihre Schaufensterwerbung, in die Website, ein paar Aufsteller, ein paar Druckerzeugnisse. Und danach war sie dann raus, auch vom Jobcenter. Also auch hier gibt es die Möglichkeit, als Anschlussförderung entweder Gründungszuschuss 2.0 zu bekommen oder es gibt das ALG 2 als Anschlussförderung, bis du dann letztlich die Tragfähigkeit erreicht hast. Und das wünsche ich dir. Und wenn du Fragen haben solltest, wo wir dich dabei unterstützen können, hier bei der Antragstellung beim 2.0 oder bei der Antragstellung ALG 2 in Verbindung mit Leistungen zur Einnehmung von Selbstständigen nach § 16c, dann kannst du gerne den folgenden kostenfreien Gutschein in Anspruch nehmen. Wir helfen dir gerne weiter. Wir sind ein großes Beratungsteam, aber du kannst auch gerne jetzt gleich unseren Kanal abonnieren und natürlich uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.